Liebe Zuschauer, ich grüße Sie recht herzlich hier oben von den Kommentatorenplätzen. Mein Name ist nicht Frank Buschmann. Und mein Name ist nicht Wolf Fuß. Ich bin Frank Buschmann und gleich kann's losgehen. Schauen wir kurz auf die Startformation von Trabzonspor. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn Sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Fatih mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Mit der besten Defensive der Liga im Rücken werden sie hier im Heimspiel natürlich selbstbewusst auftreten. Und klar, das soll heute so weitergehen. Und jetzt der Schuss. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Fängt diesen Ball ab. Toller Pass. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Schwache Aktion, Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen. Er versucht's. Weiter gefährlich. Klasse gehalten eben. Der Ball. Boah, Wahnsinn. So bleibt's beim Unentschieden. Da ist jetzt Platz. Der Angriff könnte was werden. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Super Pass. Da ist die Szene vorbei. Bifuma. Trabzonspor war absolut zufrieden mit dem kürzlichen Auswärtssieg, als man auf Sivasspor traf. Da stand am Ende ein effizienter 2:2. Da zieht er ab. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Das ist ein Foul. Freistoß. Bifuma. Da wäre jetzt Platz. Sehr guter Einsatz. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Und das ist der Ballverlust. Klasse Zuspiel. Und jetzt die Chance. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Und hier nochmal die Wiederholung, den hat er gut gemacht. Ja, er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Fuzila. Jetzt wird's gefährlich. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Da ist die Chance. Enges Ding, ein guter Freistoß. Und das aus der Distanz. Nicht schlecht. Super dazwischen gegangen.
Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Sie holen sich den Ball. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Ja, da müssen sie aufpassen. Sergio Busquets ist zu Manchester City gewechselt und verlässt den FC Barcelona. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Jetzt kann er die Flanke bringen. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Jetzt, toller Pass. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Fatih. Fuzila. Bifuma. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Jetzt kommt der Schuss. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit rüber. Und er pfeift Freistoß. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Motta. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Da ist die Flanke. Da können Sie erstmal klären. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Den Ball hat er, ganz souverän. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen. Klasse Pass. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Jetzt muss er doch hinter sich greifen. Dabei hat er bisher so stark gehalten, aber da war nichts zu machen. 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Sie kommen über den Flügel. Die Gäste werden wechseln. Entschlossen geklärt. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Sie wechseln aus, ein weiterer Stürmer wird ins Spiel kommen. Ich bin gespannt, ob Sie das Spiel mit dieser Maßnahme für sich entscheiden können. Wechseln.
Weg ist der Ball. Ilhan Palak. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Er schießt. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Schaffen sie hier noch den Sieg? Die Fans glauben dran. Da gewinnt er den Zweikampf. Und damit ist es vorbei. Sie trennen sich unentschieden. Heute war einfach nicht mehr drin als das Unentschieden, oder Buschi? Kann man so sagen, Wolf. Manchmal muss man eben auch mit einem Punkt zufrieden sein.